Ich habe davon weggestellt, den Grundsatz der Wasser-Hamisch-Linie. Das sollte also schon viel eher die Tatsache sein, dass der gute Zustand erreicht wurde. Uns ist natürlich heute, oder uns war damals eigentlich schon klar, uns ist heute klar, dass wir selbst im Jahre 2050 die Wasser-Hamisch-Linie nicht umgesetzt haben werden. Das ist nun mal so und liegt im Sinn der Sache, wie wir gleich sehen werden. Ich werde Ihnen also ein bisschen was zu erzählen, wie wir also grundlegend vorgehen mit unseren Konzepten, wie wir die Sache überblicklich im Land abhandeln. Ein Beispiels-Gag, Gewässerentwicklungskonzept, Gag ist die Abkürzung, möchte ich Ihnen vorstellen. Dazu auch einige Maßnahmen, die wir dort umgesetzt haben. Die Grenzen aufzeigen, die uns das Ganze bringt, ein paar doch detaillierte Probleme in der Umsetzung. Ich verstehe mich also nicht als Behörde, ich verstehe mich, wie gesagt, als Fachbetrieb. Ich bin gewöhnt, in der Fläche zu arbeiten und das Ganze kurz zusammenfassen. So, wie sind wir also in Sachsen damit vorgegangen? Wir haben also einen ersten Schritt priorisiert. Und zwar ist ja so, der Grundgedanke ist ja der, ich habe natürlich irgendwas im Hinterkopf, ich will für mein Gewässer etwas erreichen. Ich habe ein ökologisches Zielbild vor dem Kopf. Das Problem, was wir haben begrenzte Ressourcen. Jetzt spreche ich erstmal nur über Geld. Wenn ich Geld mit der Gießkanne über das ganze Gewässernetz ausstreue, dann bringt uns das überhaupt nicht weiter. Das heißt, wir haben in einem ersten Schritt ein ökologisches Vorgewässersystem entwickelt. Es wurde im Jahr 2008 aufgeschrieben. Das Ganze wurde im Sachgebiet Ökologie aufgestellt mit unseren Bereichsbiologen und wurde auch bestätigt durch unsere oberste politische Landesbehörde, das Ministerium. In einem zweiten Schritt haben wir versucht, dieses ganze Gewässerkonzept, was wir doch sehr feinteilig, wie Sie hier sehen, vorhanden haben, weiter zu untersetzen. Und zwar haben wir uns vorgenommen, in einem Konzept zur Umsetzung der ökologischen Durchgängigkeit, die Vorgewässer für die Umsetzung des Konzeptes als ein praktisch ausgedünntes Gewässernetz. Das sehen Sie also hier. Die Zahlen müssen uns hier nicht interessieren. Wir haben also insgesamt 91 Vorranggewässer für die Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit in den Fließgewässern. Hier haben wir unter anderem berücksichtigt die speziellen Fachdaten aus der Morphologie, aus der Wassergüte, Querwerke aus der historischen Entwicklung der Gewässer. Hier sind ausdrücklich ausgenommen, da bin ich also wirklich ein Feind davon. Das ist auch in der Wasserrahmenlinie nicht umgesetzt. Künstliche Gewässer. In künstlichen Gewässern brauche ich keine ökologische Durchgängigkeit. Wer meint, ökologische Durchgängigkeit ist ein Totschlagargument für alles, was in unseren Flächengewässern existiert, der irrt also fachlich ganz gewaltig. In einem dritten Schritt haben wir unsere Gewässerentwicklungskulisse aufgebaut. Das sind diese GEC, auch aus dem Jahr 2008. Und zwar prinzipiell gehen wir so vor, dass wir also landesflächendeckend arbeiten wollen. Ausschließlich der einzugsgebiete Gewässer mit einer begründeten Nichtbearbeitung, das sind die weiß hinterlegten Flächen, wie Sie hier sehen. Das sind zum Beispiel das gesamte Havelgebiet, hier ist es mal festgelegt, zuständig für die Umsetzung der Wasser-Rahmen-Richtlinie ist hier das Land Brandenburg. Das heißt, hier haben wir es also dem Land Brandenburg überlassen. Arbeiten natürlich mit denen inhaltlich zusammen. Weiterhin, der komplette Flussschlauch der Elbe ist ausgenommen worden. Warum? Wer sich also lange mit sowas befasst, der weiß also, dass sich das alles im politischen Raum abspielt. Die WSV muss natürlich auch ihren Part zu beitragen, die Wasser- und Wasserschifffahrtsverwaltung des Landes, der Bundesrepublik. Das Problem ist natürlich, dass hier doch inhaltlich und politisch gewisse Bedenken bestehen und wir da erstmal nicht weitergekommen wären. Was nicht heißt, dass ich nicht an jedem Gewässertyp meine Maßnahmen umsetzen möchte. Ich mache Maßnahmen an der Bundeswasserstraße, an der Elbe, ich mache Maßnahmen an Gewässer erster Ordnung, Landesgewässer, Zuständigkeit für die Unterhaltung, Landesbetrieb für Hochwasserschutz, Wasserwirtschaft, also mein Betrieb. Und wir machen auch Maßnahmen an Gewässern zweiter Ordnung, Dankeschön. Zweiter Ordnung spricht die Gewässer, für die Unterhaltungsverbände gerade zu stehen haben. Mir ist also die Gewässerkategorie letztendlich völlig egal. Schwarze Elster haben wir ausgeklammert, weil da detailliert seit dem Jahr 2000 Vorplanungen fertig sind. Hier brauchen wir also kein großes Konzept hinterlegen. Ausgeklammert haben wir, und das ist ganz wichtig, solche großen Niedungsgebiete wie den großen Graben. Warum? Weil das sind alles Gebiete, in denen ursprünglich gar keine Oberflächengewässer existent waren. Das sind Gebiete, die durch B- und Entwässerungskanäle künstlich wasserwirtschaftlich bewirtschaftet wurden, wofür? Für eine landwirtschaftliche Nutzung.
Hier Gewässerentwicklung betreiben zu wollen, ist also wirklich hanebüchen. So was tut man einfach nicht, fachlich einfach nicht zu belegen. Wir haben im Flussschlauch Saale ähnliche Probleme wie an der Elbe. Bundeswasserstraße, hier spielt sich einiges im politischen Raum ab, haben wir also nicht konzeptionell hinterlegt. Und natürlich kleinere Gebiete mit einem relativ geringen Verzweigungsgrad. Das heißt also, Gewässer zum Beispiel in der Bürde, wo der Nutzungsdruck sehr hoch ist und wo wir von der Akzeptanz, vom rauen Widerstand derzeit wenig Chancen sehen, da auch wirklich in kurzer Zeit oder überschaubarer Zeit etwas umzusetzen. Damit haben wir konsequent unsere Gewässerentwicklung so weit zusammengefasst, dass wir von 233 ökologischen Vorhabengewässer auf 91 Vorhabengewässer für die Durchgängigkeit auf 30 Gewässerentwicklungskonzepte gekommen sind. Nach einem neuen Konzeptvorschlag sind es jetzt nach Zusammenfassung von Gebieten noch 22. So, wie gehen wir grundsätzlich vor? Im Grundsatz gehen wir so vor, dass wir in einen sogenannten Maßnahmenkomplex 1 in diesem Gewässerentwicklungskonzept die sogenannten punktuellen Maßnahmen berücksichtigen, das heißt Maßnahmen zur Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit. Das sind Maßnahmen, die ganz häufig mit sehr geringem Flächenbedarf belastet sind und die in den Köpfen der Menschen einfach schon drin sind. Da erzählt jetzt jeder andere schon drüber und die ganze Bevölkerung spricht schon drüber. Das ist was Gutes und damit haben wir natürlich auch eine schnelle Umsetzungsmöglichkeit. Weniger schnell umzusetzen sind die sogenannten linearen Maßnahmen. Das sind also Maßnahmen, in denen wir die Gewässerstruktur verbessern, in und am Fließgewässer, an wasserbaulichen Anlagen und letztendlich auch in der Gewässeraue. Hier haben wir meist einen höheren Flächenbedarf, größere Einsprüche sind zu erwarten, bearbeiten wir praktisch als zweiten Gewässerentwicklungskomplex. Ein dritter Maßnahmenkomplex, der mir natürlich sehr wichtig ist, aber der noch umso schwerer umzusetzen ist, es dauert also noch länger, sind Gewässerstrecken mit dem Ziel einer eigendynamischen Gewässerentwicklung. Sprich also, ich baue mir nicht, ich lasse die Natur einfach alleine machen, indem ich etwas initiiere. Sehr hoher Flächenbedarf und erhebliche Einsprüche zu erwarten, das dauert also deutlich länger. Was kommt beim Gewässerentwicklungskonzept als Ergebnis raus? Wir haben also flächendeckend für das ganze jeweilig bearbeitete GEC die Ausweisung geeigneter Maßnahmen, aller verfügbaren Maßnahmetypen. Wir haben als ein zweites Ergebnis die Erstellung von sogenannten prioritären Maßnahmeskizzen abgearbeitet bisher, die also im Prinzip schon einer Vorplanungsphase, Leistungsphase 2 der HUAI entsprechen. Das heißt, hier kann man also mit der Entwurfs- und Genehmigungsplanung weiterplanen und kann dann sofort anfangen zu bauen und die Sache fertig bringen. Das machen wir also nicht mehr. Dieses Ergebnis 2 wird also in Zukunft nicht mehr auftauchen, vor dem Hintergrund, dass dieses Ergebnis also so nicht mehr haltbar ist. Wir haben 11 Entwicklungskonzepte durchgearbeitet. Wir haben gemerkt, wenn wir die Maßnahmen fertig haben an dieser Stelle, das wird abgenickt in der Bearbeitung des Konzeptes. Wenn wir dann an die Umsetzung rangehen, weitergehen, geht die ganze querelle Diskussion wieder von vorne los. Dann ist mit einmal keine Akzeptanz mehr da. Dann ist die ganze Planung eigentlich in Sand gesetzt und wir fangen mit dieser speziellen Planung erst an, wenn wir wirklich also auch komplett die Flächen haben. Ansonsten, ich habe sehr schmerzhaft erfahren an einigen Maßnahmen selbst, die ich in der Genehmigung hatte, dass das also so nicht mehr notwendig und gut war. So, zum inhaltlichen Konzept. Was wollen wir mit Gewässerentwicklungskonzepten? Wir wollen natürlich Gewässer eigendynamisch entwickeln lassen. Dazu brauchen wir einen Fachhintergrund. Den Fachhintergrund haben wir uns selbst gesetzt mit einem Projekt Gewässermorphologische Entwicklungsfähigkeit, eigendynamische Gewässerentwicklung in den Fließgewässern des Landes Sachsen-Anhalt. Und zwar ist der Hintergrund folgender. Jedes Fließgewässer braucht natürlich eine Fläche, typkonform bezogen auf den jeweiligen Gewässertyp. Das sehen Sie also hier. Hier sind also sogenannte Gewässerentwicklungskorridore ausgewiesen. Und zwar diese rote Linie ist der Entwicklungskorridor, der basiert ist auf der Eingangsdatenlage der Gewässermorphologie. Das heißt Talform, Gefälle, Gewässertyp, Windungsgrad. Hier ergibt sich eine gewisse Breite, die also durchaus mehrere hundert Meter oder auch Kilometer betragen kann, wenn ich an Elbe, Bode, Saale, Weiße Elster denke.
Wir haben einen sogenannten minimalen Entwicklungskorridor reingelegt, der nach unserer fachlichen Auffassung ausreicht, um die minimalen morphologischen Prozesse im Gewässer in Gang zu bringen, wo ich also auch Zielstellungen erreichen kann, komplexe Ökosysteme wiederherstellen kann, ohne die ganze Fläche in Anspruch nehmen zu müssen. Und das Ganze wird natürlich, sehen wir hier, durch angepasste Entwicklungsräume, Korridore vervollständigt. Und zwar sind das die Bereiche, in denen also Verkehrsinfrastruktur ist, in denen also Siedlung vorherrscht, Sommerdeiche dergleichen. Das sind also die Restriktionen, die wir dabei zu beachten haben. Hier verkehrliche Infrastruktur, dort die Siedlungen, hier der Hochwasserschutz, die Sommerdeiche. So, je größer das Gewässer wird, umso größer ist natürlich auch die Korridorbreite. Ganz klare Geschichte. Wie sieht das alles theoretisches Vorprolabor? Wie sieht das also in der Praxis aus? In der Praxis sieht das so aus. Wir haben also Flächenbedarf für jedes einzelne Gewässer da, und zwar hektarscharf im GIS abgebildet mit der entsprechenden Nutzungsart. Für jedes einzelne Gewässer, das ist schon ziemlich gut. In der Bundesrepublik sind wir jetzt erst dabei, ein Projekt abzuschließen in der Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser, typkonform Gewässerentwicklungskorridor. Wir sind da also schon 10 Jahre mit durch. Ich habe allerdings auch ein Problem. Ich durfte diese Zahlen also auch seit vielen Jahren nicht ohne weiteres veröffentlichen. Nichtsdestotrotz, in den Fachkonzepten gehen wir natürlich damit um. Wir haben den prozentualen Raumbedarf bezogen auf das Gesamtgewässer bzw. auch auf das Land. Zum Beispiel für Wald und Forst brauche ich von der Landeswald- und Forstfläche für den minimalen Korridor 0,2%, für den maximalen 0,6%. Für das Landesackerland in Sachsen-Anhalt brauche ich für eine ökologische Entwicklung 0,15%, 0,44% für den maximalen Korridor. Für die Grünlandfläche des Landes Sachsen-Anhalt brauche ich 0,54% bzw. rund 2% für den maximalen Gewässerentwicklungskorridor. Das sind Größenordnungen, die will natürlich keiner hören, aber Sie werden mir sicherlich zustimmen, dass das sicherlich nicht die Größenordnungen sind, die man also nicht umsetzen kann. Solche Zahlen, mit denen kann man umgehen, und zum Teil sehen diese Konzepte, diese Korridore dann so aus, das ist Land, was heute die Landwirte noch in der EU-Förderung abrechnen als nutzbares Acker, Wiesen, sonst was für Land. Also es geht nur sowas von vorbei. Hier drinnen sind also jede Menge Biberbau drin, Erdbau, die eingebrochen sind. Da war seit 50 Jahren kein Mensch mit der Sense mehr drin. Geschweige denn, dass wir hierfür EU-Fördermittel verschwenden sollten. Das ist eine ganz typische Gewässerentwicklungsfläche. So, Gesamtüberblick in Sachsen-Anhalt, in Zahlen veröffentlicht, abgeschlossen sind 11, veröffentlicht noch 9, also 2 kommen noch dazu, da warte ich derzeit auf die Veröffentlichung. Bearbeitung beginnt jetzt im kommenden Monat ein neues, heute in Ilse-Eckner im Harz. Umsetzung, Bearbeitung offen, demnach 18, Entschuldigung, nach dem neuen Konzept noch 10. Wir haben ja diese landesinterne Handlungsanweisung angepasst, indem wir auf die Projektskizzen verzichtet haben und Gebiete zusammengelegt haben. Im räumlichen Gesamtüberblick für Sachsen-Anhalt sieht es also so aus, dass wir die Landesfläche rund 2 Millionen Hektar nicht bearbeiten werden, rund 593.000 Hektar, davon in der GEC-Bearbeitung drin rund 1,44 Millionen Hektar. Abgeschlossen diese 660.000 Hektar rund, aktuell in Bearbeitung die 53.000, und Umsetzung noch offen, haben noch ein bisschen Schritt vor uns, werde ich wahrscheinlich nicht mehr nehmen, bevor ich in Rente geschickt werde. So, das Umsetzungsbeispiel, was ich Ihnen zeigen möchte, ist von der Rossel. Das ist ein Gewässer, was aus der südlichen Fläming in Richtung Elbe in Roßlau in die Elbe mündet. Ein relativ kleines Gebiet, was wir als erstes Gewässerentwicklungskonzept abgeschlossen hatten. Hier ist also die Rossel zu sehen, hier oben dieses Gewässer. So, 26 Kilometer lang, kleines Einzugsgebiet, 195 Quadratkilometer. Was haben wir hier also getan? Wir haben also lineare Maßnahmen, das heißt Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässerstruktur. Umgesetzte Maßnahmen, hier die grünen, das ist ein bisschen farblich schlecht zu erkennen, die grünen Maßnahmen. Eine Maßnahme derzeit in Mühlstedt, in der Gemeinde Mühlstedt in Bau. In den Teilen blau
Antrag in entsprechender ursprünglichen Planung. Diese gepunkteten Linien hier oben, das sind alles Sachen, die ich ändern musste, in der Genehmigung ändern musste, weil die Akzeptanz nicht da war, weil ich keine Fläche bekommen habe, weil Querelen da waren ohne Ende. Ein Gebiet wird gar nicht umgesetzt, das befindet sich hier unten im Bereich Mainzdorf. Völlig unverständlich, zumal es auch den Hochwasserschutz für die Gemeinde verbessert hätte, sind also Synergieeffekte, die wir zu beachten haben. War mir also nicht klar, warum das nicht geht. Entschuldigung hier, das ist jetzt diese nicht realisierte Fläche, diese 25. Sind Dinge, die man natürlich auch in der Gemeinde klären muss. Also wenn ich dort wohnen würde, ich hätte man wahrscheinlich die Hölle heiß gemacht, wenn ich weiß, dass ich damit den Hochwasserschutz für die Gemeinde verbessere und er verhindert das. Völlig nicht nachvollziehbar. Es geht nicht darum, dass er das nicht einsieht, warum das, ob das das bringen würde. Das ist eine generelle Verweigerung. Und das sind Dinge, mit denen ich also überhaupt nicht leben kann. Wir müssen aber leider mit leben. Punktuelle Maßnahmen, das heißt Maßnahmen zur Verbesserung der Durchgängigkeit, sind umgesetzt worden im Bereich Wirtschaftsbrücke Bresen bis runter zur Solschwinge Ölmühle. Genehmigungsanplanung läuft derzeit für den Forellenhof Thiessen, Kupferhammer Thiessen und Wehr Mainzdorf. Planung, Antrag und Vorbereitung, Mittelantrag läuft für weitere drei Maßnahmen, dann sind wir hier mit der ökonomischen Durchgängigkeit fertig. Sie sehen aber, wie viele Maßnahmen überhaupt notwendig sind. Und wenn wir schon mal gerade dabei sind, Forellenhof Thiessen, hier lief zeitgleich ein Antrag für einen sogenannten fischseuchenfreien Bezirk. Ebenfalls eine europäische Richtlinie, die der Wasserrahmenrichtlinie konträr gegenübersteht. Warum? Hier will man also Stauberwerke erhalten, damit Wildfische nicht wandern können, weil die gegebenenfalls Fischkrankheiten in die Fischanlage einschleppen. Möchte ich jetzt nicht lange kommentieren. Anfrage an die Kommission lief. Die haben festgestellt, ja, das ist ein Widerspruch, der derzeit nicht zu lösen ist. Also ich bin also völlig entsetzt, wie man so an Dinge rangehen kann. Der Antrag, den gibt es nicht mehr. Wir setzen also jetzt durchaus was um. Und noch eins zur ökologischen Durchgängigkeit. Wir haben eine ganz klare Rang- und Reihenfolge. Erstens kompletter Abriss der Anlage mit allen Bestandteilen. Widerlager, Fachbaum, raus aus dem Gewässer, als wenn sie nie da gewesen wäre. Allererster Schritt. Dann denken wir nach über andere Dinge. Zum Beispiel, wenn wir Wasserspiegel halten müssen für Naturschutz, für Landwirtschaft oder sonst was, nämlich einen Umfilter, weil dort also auch andere biophile Fließwasserarten also leben können, Wasserpflanzen, weil auch Würmlose dort leben können und wandern können. Dann kommt als nächster Schritt eine sogenannte Sohlgleite und erst dann kommen technische Fischausstiegsanlagen. Fakt ist, selbst wenn es einen DWA-Standard 5.9 gibt, technische Fischausstiegsanlagen sind nicht für alle Arten überwindbar. Sie hindern den Sedimenttransport, den wir auch umsetzen müssen in der Wasserrahmenrichtlinie, in der Durchgängigkeit. Und sie sind einfach teuer und sie sind nicht nachhaltig. Möchte ich noch eindeutig sagen, an Stellen, wo es nicht geht, müssen wir sie bauen, aber das als allerletzter Prüfschritt. So, Maßnahmenumsetzung, Gag Rossel im Jahr 2010 begonnen. Dann gab es Untersuchungen potenzieller Betroffenheit von Betrieben, unter anderem von Forellenhof Ehrmann in Thiessen. Hier hatte ich schon erwähnt, diese Gesundheitshygienevorschriften für Tiere und Aquakultur. Das hat sich momentan gelöst, das Problem. 2012 kamen die ersten Anträge zur Finanzierung der Maßnahmen. Wir haben ja eine sogenannte Zuweisung, keine Förderung, also für Entwicklungsmaßnahmen an Gewässern eine ELO-Zuweisung aus EU-Mitteln, Entwicklung für, im ländlichen Raum. Das sind 100%. Das ist eine ganz schöne Geschichte eigentlich, finanziell gesehen. So, erste Maßnahmenumsetzung ab 2014 bis heute andauernd. Wir haben aber mit dem Gewässerentwicklungskonzept einen Bastelkasten vorgelegt, einen großen Werkzeugkasten. Jeder, der eine Maßnahme braucht, wenn er ein Windrad baut, wenn er eine Straße baut, wenn er einen Baum abhackt, der soll sich bei uns bedienen und seine Maßnahmen umsetzen. Wir setzen nicht allein als Wasserwirtschaft um, wir setzen auf die gesamte Gesellschaft. Und das ist eine ganz wichtige Geschichte. Maßnahmen sind vorbereitet und die können dort auch abgegriffen werden. So, jetzt komme ich mal zu den praktischen Geschichten. Die punktuelle Maßnahme, also Durchgängigkeit an der Buchholzmühle. Die Buchholzmühle ist also in diesem Bereich. Hier sieht man also der Bereich, in dem der Mühlbaum lang geht, das alte Wasserrad. Hier war das alte Mühlwehr völlig zerfallen. Der Rosselradweg ging da drüber.
Hier war der Mühlteich, entsprechend schwieriges Baugelände. Hier musste man aus Denkmalschutzgründen, um das Haus zu erhalten, natürlich den Wasserstand halten von diesem Teich. Damit könnten wir natürlich nicht die Anlage einfach mal wegreißen. Dann wäre hier also Geschichte gewesen. Das ist ein Unterschied gewesen von ca. 2 Metern Gefälle. So, wir haben also gebaut im ziemlich matschigen Untergrund, also im Teich mit Spundwänden. Das ging nicht anders. Dazu wurde eine Radbrücke gebaut für den Rosselradweg, weil wir versuchen ja immer Kompromisse zu machen, um die Akzeptanz zu bekommen. Wir geben euch die Bauerlaubnis nur. Ich habe das also wirklich oft erlebt, dass ich wie so ein dummer Junge da stand und keine Unterschrift bekommen habe. Ihr kriegt nur die Bauerlaubnis, wenn ihr uns das und das und das mitmacht. Die Gemeinde hat gefordert, ihr macht die Brücke mit, ansonsten gibt es da nichts an der Stelle. Haben wir gemacht, okay, hat ein bisschen mehr Geld gekostet, aber wir konnten die Durchgängigkeit herstellen. Hier ist mal die Baugrube zu sehen in der Bauphase. Hier ist das fertiggesetzte Raugerinne mit Querriegelstruktur. Und so sieht das Ganze bei Niedrigwasser heute aus. Das heißt, hier ist der Wanderkorridor. Bei höheren Wasserständen werden diese Geschichten natürlich überströmt. Ist eine Sache, die so dort recht gut hinpasst und im Monitoring nachgewiesen wird, also auch angenommen von den Wanderfischen und natürlich auch von kleinen Fischen. Dafür ist es also auch bemessen. Eine weitere Maßnahme hier in Mühlstedt, hier ist also eine sogenannte Sohlleiter angelegt worden. Hier ging es ebenfalls darum, das alte Mühlenwehr. Hier sieht man es also. Hier konnten wir also auch nicht groß an die Bausubstanz ran. Hier mussten wir also ganz vorsichtig bauen. Hier wurde also ein Umfluter gelegt in diesem Bereich hier hinten rum. Dieser Rosselbereich wurde trockengelegt, inklusive dieses Mühlenanbaus, wo sich dann herausstellte, dass also die Eichenpfosten ja nicht mal ganz standsicher waren. Im Prinzip wäre dann irgendwann in den nächsten Jahren das Ding sowieso umgefallen. Wir haben dann mit Mitteln der Wasserrahmenschlinge gesagt, okay, du hast uns die Bauerlaubnis unterschrieben, wir stabilisieren die ganze Sache. Ähnlich sah es hier aus mit diesen ehemals hier vorhandenen Ufermauern. Da stand doch wirklich der Besitzer da mit der Warthose und verschmierte da die Fugen da oben in der Mauer. Sagte ich brauche gar nicht. Also Ufermauer, die halte ich mir alleine. Da habe ich dann mal seine Hand genommen und da ist ihm auch noch Wasser in die Hose reingelaufen und habe ihm die mal unter Wasser geführt. Da konnte er dann seinen Arm so weit reinstecken. Ich sage, Ufermauer machen wir damit. Ich fällt nämlich auch in den nächsten 2 Jahren und war auch ganz dankbar nachher gewesen. Haben wir also auch zum guten Abschluss gebracht. So sah das Ganze während der Bauzeit aus. Im Bereich dieser Brücke brauchten wir für die Widerlager hier also fest in Beton gesetztes Material. Letztendlich sieht es also so aus, dass das eine komplett geschüttete Kiesmühle mit einer Niedrigwasserrinne ist, was sogar als Laichhabitat schon angenommen wurde. Das ist ganz wichtig. Herr Tenz sitzt dort, er wird da sicherlich noch was zu sagen. Ganz wichtig, Substrat, Kies. Gut durchlüftet, gut umlagerbar für Kiesleiche und für andere Arten unbedingt essentiell. So, lineare Maßnahmen, was haben wir da getan? Strukturverbesserung im Bereich Bresen. Sah also hier im Bereich so aus, sieht vergleichsweise naturnah aus, sagt der Laie dazu durchaus. Fehlen weitgehend homogene Gewässersohle, Uferstrukturen. Sehr sandig, Riffelsand. Was der Laie von der Brücke sieht, was der da so schick findet, diese Riffeln unter der Sohle, das ist lebensfeindlich. Das ist Feinsand, der unterwegs ist, der uns das ganze Lückensystem zusetzt. Und der uns wirklich komplette Lebensgemeinschaften zum Absterben bringen kann. Hier haben wir also Folgendes gemacht. Hier wurden also auf jeden Fall die Baustraßen befestigt. Das war ein sehr nasser Bereich. Der Winter 17, 18, der war noch sehr nass zum Glück. Darum haben wir auch den Sommer 18 recht gut überstanden. In diesem Jahr sah es anders aus. Wir hatten keinen Wasservorrat aus dem Winter. Wir haben also in diesem Bereich Totholzer eingebaut. Das sieht man hier an diesem kleinen braunen Ding. Ebenfalls in diesem Bereich Totholzer eingebaut. Hier war ebenfalls ein Totholzeinbau vorgesehen. Wir haben die Ufer bepflanzt. Holz, wie gesagt, ist wichtig. Dann haben wir festgestellt in einer Begehung, dass hier ein Biberdamm drin war. Und zwar ein sehr großer Biberdamm. Karl, du kennst ihn bestimmt auch, nehme ich mal an. So, da sieht das Ganze also so aus. Es ist ja völlig hanebüchend. Ich bin kein Wasserbauer, ich bin Bewirtschafter, ich bin Wasserwirtschafter, aber ich komme nicht aus der Bauebene. Wir sind ausgebildet worden auf Grundlage von Naturwissenschaften, das gibt es heute leider nicht mehr.
Heute wird man auf, wir haben die Wasserwirtschaftler meist in Richtung Bauingenieurwesen ausgebildet. Leider. Wir haben noch andere Dinge gelernt. Und deswegen Gründe haben wir natürlich auch sehr schnell gesehen, dass wir hier nicht eingreifen können. Aus rechtlichen Gründen nicht und aus fachlichen Gründen nicht. Es ist völlig Unsinn, hier Totals reinzuschmeißen, wenn in diesem Bereich hier schon Totals drin liegt. Und zwar jede Menge. Das heißt, hier haben wir also auf den Totalseinbau verzichtet, haben die Baumaßnahmen angepasst. Projekt angepasst. Anpassung der Bauausführung aufgrund fehlender Flächen war auch notwendig. Wir mussten also ein paar Baustraßen verlegen, weil Baugenehmigungen zurückgezogen wurden. Entschuldigung. Eine weitere lineare Maßnahme, Strukturverbesserung im Abschnitt Bresen. Hier sieht man, wie das also baulich passiert ist. Hier war es also so, dass wir hier mit so Baggerfaschinen aus Bongossi arbeiten mussten. Selbst die wurden versenkt in diesem nassen Winter. Wir haben dann mit Schreitbaggern gearbeitet, haben hier, weil wir vor Ort keine Erle fällen konnten, Kiefer genommen und haben Kiefer eingebaut. Ungünstig, da die Kiefer natürlich nicht ans Gewässer gehört. Ganz klar, wir hatten aber nichts anderes. Und hier hat das Holz auch nicht die Wirkung als Nahrungssubstrat, sondern wirklich als Strukturlenker, als Initiator eigendynamischer Gewässerentwicklung. So sieht das Ganze dann aus. So ein Einzelstamm, der befestigt wird, zur Hälfte ins Ufer reingeschoben wird, damit er dann nicht unterwegs ist und dann hier oben anfängt, die Strömung rüber zu drücken und da eine zum Knabbern und zum Abbrechen bringt. Hier sieht man es teilweise schon. Ersatzpflanzen wurden also auch gemacht, teilweise in der Böschung, teilweise auch oben und entsprechend die Baustelle zurückgebaut. Das heißt, alles das ist heute also nicht mehr zu sehen, es ist alles wieder grün, es ist ein Feuchtgrünland, auch die Flächen, die weiter an der Rosse liegen. Eine weitere Maßnahme, die wir gemacht haben, war die Baustraßenbefestigung im Bereich Thiessen mit entsprechenden Maßnahmen. Ebenfalls Anpassung der Bauausführung aufgrund fehlender Flächen. Hier sollte Tools eingebaut werden, hier sollten ehemalige Altverläufe wieder angeschlossen werden. Da sage ich im Detail gleich nochmal was dazu. Ufer sollten bepflanzt oder wurden bepflanzt. Geänderte Ausführung ebenfalls aufgrund der Gewässerentwicklung. Ich habe mir das Gewässer also vorher, den Winter vorher nochmal angeguckt, habe gesagt, die Strecke lassen wir aus, weil die Planungen sind ja teilweise schon einige Jahre alt. Das war solch Bereich, wo wir gesagt haben, hier verzichten wir auf diese Tourtelzer, da muss nichts rein, auf keinen Fall, wir machen nicht mehr als notwendig. Dieser Altarm wurde ebenfalls nicht angeschlossen, weil der Eingriff hier viel zu groß gewesen wäre und haben gesagt, hier vertrauen wir einfach auf die Selbstheilungskräfte der Natur. So. In der Umsetzung sah das also so aus, dass wir hier diese Altverläufe angeschlossen haben. Und hier wurden Bauwerke reingebaut. Das ist keine Sohlgleite, das ist eine Sohlschwelle. Die hat einzig und allein die Aufgabe, bei Niedrig- und Mittelwasser das Wasser in den neu angeschlossenen Altarm reinzulenken. Warum? Das Wasser würde natürlich immer wieder geradeaus fließen. Und das darf es nicht, wenn wir strukturell was erreichen wollen. Fakt ist eins, man muss ja morphologisch rangehen. Wir haben Gewässer, die sich verzweigen, Anastomisierungsgewässer. Hier gibt es ganz andere Grundsätze und Ansätze als ein Gewässer, was einstromig als Meander funktioniert. Hier muss man ganz konsequent eigentlich den geraden Verlauf dicht machen. Einfach dicht machen, weil ich ansonsten Probleme bekomme durch Absatzsetzen von Schieben in diesen neu angeschlossenen Altlauf, was so dann nicht sein kann, dann war die Maßnahme natürlich für die Katz. So, hier wie gesagt, dieses Bauwerk, was zumindest bis zum HW2, bis zum zweijährigen Hochwasser, das Wasser da durchzwingt durch den neuen Verlauf. Und dann ist die Fläche ohnehin blank und dann ist es mir eigentlich relativ egal. Das heißt, die Entwicklung findet dann in diesem Bereich statt. Sieht ein bisschen nackig aus, das ist also auf einer Wiese gewesen, Holz haben wir dran gesetzt, das wird also auch bewachsen werden. Hier ebenfalls auf diese, ich weise mal auf den Verzicht, Totalsanbau, hin, haben wir zwei eingebaut, die sahen so aus mit Schreitbagger, drei große Hölzer unten, zwei Hölzer oben drauf und oben das dritte als Pyramide. Eins, zwei, drei, weil das Gewässer natürlich größer war. So, im Ausbauzustand sieht das so aus, das Ganze wurde noch angedeckt. Es ist traurig, wenn ich so arbeiten muss. Eigentlich sollen alte Bäume im Bach fallen und das alleine machen. An den Stellen, wo das nicht ist, ist das erstmal eine gute initiatorische Möglichkeit. Ebenfalls Anpassung aufgrund der fehlenden Flächen.
beziehungsweise aufgrund der Einflussminimierung und der Tatsache, dass hier durch Türme und durch Biber schon genug Turtles drin liegt. Da muss ich natürlich überhaupt nicht machen. So, eine Maßnahme ganz zum Schluss noch, also zu den Maßnahmen zum Schluss. Ein Altarm, wo ich mich sehr gefreut habe, 425 Meter lang. Komplett wieder reingelegt in den Wald, in alte Strukturen. Ist sehr schön geworden. Hier war die Baustellenvorbereitung. Ebenfalls Oberboden abgeschoben, befestigte Baustraßen. So sieht das Ganze heute aus. In den Wald reingeblickt. Das ist das Bauwerk, was das Gewässer hier hinten rum in den Wald zwingt. Dieses Silberwerk, was ich eben schon mal erklärt habe. Und so sieht es jetzt im Wald aus. Noch ein bisschen schlammig, noch ein bisschen offen, Turtles fällt da schon rein. Und hier der große Skandal, möchte ich vielleicht doch auch mal kurz erwähnen. Synergien sollen wir gegenseitig Achtung umsetzen, das ist eigentlich immer so. Ich habe durch dieses Reinlegen der Rossel in den Wald den Waldstandort deutlich verbessert. Das war ein alter Feuchtwald. Das war Bachbegleitner Ehren-Eschen-Auwald. Wurde mir von der Forstbehörde verklickert. Du pass auf, dein Gewässer ist 5 Meter breit, das ist 425 Meter lang, das sind 0,45 Hektar. Die gleichst du mir per Landeswaldgesetz aus 1:3, das heißt, du pflanzt mir 1,35 Hektar Wald. Ja, da war ich natürlich erstmal breit. Wir hatten nicht die Fläche, die mussten wir kaufen. Ich habe gefällt für diese Neutrassierung 25 Bäume. Davon wurden 13 auf Stock gesetzt, das heißt, alle Schwarzerle, die wieder ausschlägt. 12 Bäume sind verlustig gegangen. Für diese Aufwertung dieses Lebensraumtypes 3260 nach FFH-Richtlinie und der Verbesserung dieses Waldstandortes. Trotzdem, Behörde hat einen Spielraum, es liegt immer an der Person. Der wollte gar nicht, ich müsste das also 1:3 mit 1,35 Hektar ersetzen, diesen Wald. Musste also neu pflanzen auf einem trockenen Standort, Kiefern, Punkt, aus Feiernd. Möchte ich gar nicht werten. So, Boden andecken, Baustellenrückbau und Wiederherstellung der Zuwegung. So, was hat uns das gekostet? Möchte das also auch nicht verhehlen. Die Kosten wurden vorhin kurz angesprochen. Schwarz umgesetzt, das andere in Vorbereitung. Für die punktuellen Maßnahmen, die linearen Maßnahmen. Schwarz umgesetzt, das Grau im Bau momentan. So, das sind die einzelnen Kosten. Gucken wir uns bloß die SIM an. So, Baukosten knapp 2 Millionen, 5,9 Millionen für Gesamtumsetzung mit Planung. Macht der eine oder andere Japsen, das sind wir aber sowas von Wurst, wenn ich dann denke, was ein Kilometer Autobahn kostet und was wir hier an Guttaten in die Welt gesetzt haben. So, was, ich möchte nur kurz auf eingehen, was uns hindert bei der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie und dieser Entwicklungsgedanken am Gewässer. Ganz klar, Flächenverfügbarkeit. Ich sichere derzeit in Sachsen-Anhalt sämtliche Flächen, die ich über den BVVG kriege. Das heißt, Flächen, die bloß im Osten Deutschlands zur Verfügung stehen, ist also ein riesen Fund, mit dem man also wirklich wuchern sollte. Die werden gesichert in 500 Meter Streifen und dann vielleicht auch getauscht, dass wir Flächen an die Gewässer ranbekommen. Klappt nicht so einfach, wie ich das sage, es ist schwierig. Die Akzeptanz bei den Betroffenen, solange wie unsere politischen Würdenträger von sich geben, 100% Akzeptanz. Wenn da einer nicht einverstanden ist, dann stirbt die Maßnahme. Muss ich ganz ehrlich sagen, das ist nicht das, was ich brauche unbedingt, um die Sache umsetzen zu können. Personaldefizit in Behörden. Wir sind im Gewässer, alleine bei uns im Sachgebiet Ökologie, wir sind 5 Personen. Eine macht die Makrophyten, eine macht die Ichthyofauna, also die Fische, eine macht das Makrozoo, Benthos, eine macht die Morphologie und dann haben wir noch eine Bio-Laborantin, am Nebenchef haben wir noch, also 6, Entschuldigung, habe ich vergessen. So, das ist aber durchaus wichtig, ja. Wir haben Vollzugsdefizite. Wir haben zum Beispiel Mindestanforderungen für Wassergüte, für Phosphor, für Sauerstoff, für Chlorid, für sonst was. Wir haben keine Mindestanforderungen für die Herstellung der Durchgängigkeit oder Schwellenwerte. Welche Strukturklasse muss ich haben im Gewässer? Uns fehlen die richtigen Ausbildungsrichtungen. Wünschenswert wäre für mich, für die Prozessdynamik ideal, ein Biologe plus Geoökonomologe oder auch durchaus Vergleichbares plus Wasserbauer. Das wäre natürlich eine ideale Sache, haben wir nicht. Das, was wir in der Rundumausbildung mitbekommen haben, das wird heute leider nicht immer so vermittelt. Die generellen Restriktionen sowieso engen Spielraum ein für nachhaltige gewisse Typspiele.
spezifische Planung. Das heißt also, die Nutzung in der Fläche, die Überbetonung der landwirtschaftlichen Nutzung in der Fläche, Finanzmittel sind dafür deutlich unzureichend. Viele westliche Flächenländer geben auch Eigenmittel rein. Wir geben auch Eigenmittel rein, aber lange nicht zum Beispiel so viel wie NRW oder Rheinland-Pfalz. Ganz klare Geschichte. Die Finanzausstattung ist verschieden. Und natürlich verwaltungstechnische und Finanzierungshindernisse, indem ich über 2 Jahre planen muss. Das geht natürlich nach hinten los. Wenn ich weiß, ich muss in diesem Jahr das Geld noch ausgehen, brauche ich es eigentlich im nächsten Jahr, weil die Pflanzung zum Beispiel nicht im Sommer passieren kann, sondern erst im Frühjahr oder was weiß ich denn. So, die fachlich detaillierten Probleme, kurz vor Schluss noch. Wiederherstellung der Durchgängigkeit. Das heißt, ich sage es also nochmal, Beseitigung ökologischer Barrieren, Neutrassierung mittels einer Gewässerumgehung, und dann erst die bauliche Anlage einer Gewässersohlgleite oder eines technischen Fischaufstiegsanlage. Und erst dann, wenn das alles abgeprüft ist und nicht vorher. Warum? Ich fixiere die Sohlenhöhen mit allen bekannten negativen Rahmenbedingungen, mit Rückstau, mit Wassergüteproblemen und. Generelle Prüfung der Notwendigkeit, das muss auch gegeben sein, das ist nicht gegeben in jedem Fall. Gucken Sie sich das hier an. Das ist ein Drömmling. Das ist eine sogenannte Sohlgleite, bestehend aus einer Betonpalisadenreihe, einer Niedrigwasserrinne und was fehlt? Das Wagengut fehlt. Da fließt ja überhaupt kein Wasser. Das heißt, ich habe eine Steinwüste in der Gegend gebaut, wo eigentlich die beste Maßnahme darin besteht, den Graben dicht zu machen und die Unterhaltung einzustellen und Landschaftswasserhaushalt wiederherzustellen, wenn der Flächennutzer mitspielt. Gewässeröffnung, Wasserhaushalt, kritische Prüfung der Talmorphologie und der Gebietsabflussspende, nicht des mittleren oder niederen Abflusses an der Stelle, sondern was gibt das Gebiet überhaupt her in Abfluss pro Fläche. Wenn das nicht klar ist, dann brauche ich erstmal gar nicht weitermachen. Ansonsten passieren solche Sachen. Ich habe die Gewässernamen auch dazu geschrieben. Wer möchte, dem kann ich also gerne sagen, wo das ist. Der sogenannte Siebgraben. Das, was hier aussieht wie eine Autobahnauffahrt, das ist ein sogenanntes offengelegtes Gewässer. Hier sind also Verrohrungen aus der Landschaft genommen worden. Und zwar Verrohrungen in einem Bereich, wo man sich nicht gefragt hat, ob das überhaupt ein natürliches Gewässer jemals war. Das Ganze war nämlich ein Kriminal, also Quellbereich, und zwar eine Flächenquelle, die ursprünglich aus Brüchen, aus Röhrichten, aus Erlenbruch bestand, aus Sumpfwald. Trockengelegt für die Maisackernutzung durch Drainagen. Hier gab es niemals offene Oberflächengewässer, außer stehende Gewässer, also überstautes Land. Und dann kommt noch eins dazu, wird man hier nicht erkennen, ich weiß nicht, habe ich das im nächsten Bild? Hier sind so Durchlässe, das sind Maulprofile, die ökologisch eigentlich per se durchgängig sind. Die wurden alle 50 Meter eingebaut. Warum alle 50 Meter? Ob da jemals eine rheophile Art, also eine Fließgewässerart durch will oder durch muss, steht auf einem ganz anderen Blatt. Die kommen dann nämlich gar nicht hin, bis dahin. Die sind alle 50 Meter eingesetzt worden, weil damit natürlich der Richtig-Regner von einer Seite des Feldes auf die andere gezogen werden kann. Denn die Räder von Richtig-Beregnungsanlagen liegen zwischen 50 und 55 Meter voneinander entfernt. So muss man also auch nicht kommentieren. Ansonsten sieht das Gewässer unterhalb so aus, steht was oder steht nicht oder trocknet auch ganz aus. Also hier hätten wir auf die Maßnahmen einfach verzichten können. Das heißt, wichtiger, den natürlichen Gebietswasserhaushalt wieder reaktivieren. Das Gleiche, Neubau kontra Gewässerentwicklung. Hier ist ein Projekt an der Linderer Minute. Das ist alles auf dem Reißbrett entstanden. Ich möchte nicht in Abrede stellen, dass dort mal Gewässer auch verlaufen ist. Gar nicht. Historische Karten sind auch durchaus zu Werke gezogen worden. Aber wenn ich mir das überlege, was hätte ich hier nicht viel besser machen können mit Totholzeinbau, mit Kiesbetten und hätte dem Gewässer den Raum gegeben, den es jetzt ja auch bekommt, und hätte dem Gewässer Zeit gegeben. Denn das, was ich hier habe, ist eine neue Statik. Hier wird sofort innerhalb von 2, 3 Jahren aufgrund von irgendwelchen Parametern festgestellt, hier hat sich die Gewässerstruktur von 5 auf 3 verbessert. Das ist so was ganz Tolles. Letztendlich habe ich eine neue Statik geschaffen und nichts weiter. Denn das Gewässer sucht sich die Struktur, die es für seine Prozesse braucht und nicht andersrum.
So, ja, das hatte ich angeführt. Und ein weiteres Unterhaltung, Gewässerunterhaltung, Entwicklungspotenzial. Alle Möglichkeiten der angepassten extensiven Gewässerunterhaltung nutzen. Damit kann ich Wasserrahmenrichtlinie das Ziel erreichen, damit kann ich die Richtlinie umsetzen. Eine ganz wichtige Sache, wenn ich mir dann sowas angucke, das ist eine Minute unterhalb Zerbst, das wird geduldet vom Landesbetrieb an dieser Stelle. Entwicklung einer kleinen Insel, Entwicklung von Steinufern. Hier sucht sich das Gewässer wirklich die Strukturen, die es benötigt für seine Prozesse. Und das muss ich einfach beachten. Ich muss nicht die Strukturen neu schaffen, baulich schaffen, sondern Prozesse fördern, die diese Strukturen neu bilden. Was im Übrigen auch, um darauf zurückzukommen, auch in meiner Sicht auch der Biber tut. Ja, danke. Halte ich garantiert. Die Tatsache, dass hier oben einzelne Arten wegfallen, in dem direkten Staubereich, das ist so, das muss man akzeptieren. Da gehe ich auch mit unseren Artenschützern und Zoologen mit, ist kein Problem. Aber im Gesamtkontext gesagt, ist der Biber einfach eine Riesenchance. Und wir müssen wirklich lernen, aus diesem Artenschutzdenken rauszukommen. Ich habe zwar selbst für den Naturschutz gearbeitet, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn sich Gewässerbiologen, die also in ganzen Lebensgemeinschaften zu denken haben, auf das Niveau, ich hoffe, du musst mir jetzt nicht kommen, auf das Niveau, und du bist ja kein klassischer Naturschützer, eines klassischen Naturschutzes begeben, der Glasglocken über eine Art überstülpt, dann müssen wir uns nicht wundern, dass wir auf ganzer Linie verlieren. So, das heißt, billigend die Entwicklung in Zeit und Raum, ganz wichtig. Kurz zusammengefasst, 10 Jahre Rückblick Bearbeitung GEC wird für Sie wenig interessant sein. Die wasserwirtschaftliche Fachplanung der GECs sind durchaus wichtige Instrumente, das brauchen wir, um zu wissen, wo greifen wir am besten an. Neues Konzept haben wir gebraucht, das haben wir umgesetzt, ist derzeit zur Prüfung im Umweltministerium. Die Anzahl der GECs haben wir auch zusammengelegt, aufgrund der Tatsache, dass wir eben keine Binnenakzeptanz erreichen konnten. Verzicht auf die Projektskizzen, geringer Arbeitsaufwand und natürlich auch kleinere Kosten. Und wichtiger für Sie vielleicht, oder was Sie mit nach Hause nehmen können, der Rückblick für die Maßnahmen Umsetzung. Verzicht auf sinnlose Maßnahmen, Planung und Genehmigung von der Realität überholt werden. Das heißt, immer noch mal prüfen, lang gehen, gucken, muss ich das so umsetzen? Ich habe Ihnen die Beispiele gezeigt, wie ich es nicht so umsetzen musste. Das heißt, gegebenenfalls Planänderung, wenn Änderung im Gewässer erheblich ist. Das heißt, Entschuldigung, wenn die Änderung des Planes erheblich ist, muss ich ja eine Planänderung antragen. So wird ein Schuh raus. Das heißt, vom Gartenzwerg Naturschutz, wie passt nicht mehr ein Biotop, müssen wir uns trennen. Das geht nicht in Richtung Naturschutz, das geht auch in Richtung Gewässerökologie, die nach wie vor Bestandteil der Wasserwirtschaft ist. Nur so viel Bau und technische Maßnahmen wie nötig und nicht wie möglich. Ganz klare Geschichte. Entwicklung durch geänderte, aufgegebene Gewässerunterhaltung ist zu beachten, ein ganz wichtiger Schritt, um die Wasserrahmenrichtlinie umzusetzen. Abschließend vielleicht nochmal, also das gewässerökologische Denken, das gab es also schon vor der Wasserrahmenrichtlinie. Wird es auch nach dem Abschluss der Wasserrahmenrichtlinie, wenn das irgendwann mal 2027 beendet wird und die nicht verlängert wird, weiterhin der Fall sein? Das hilft uns mal nicht, aber wir leben mit unserem Kopf und nicht mit irgendwelchen Gesetzwerken. So, vor dem Hintergrund, Bild von der Mulde und die einzige Konstante im Universum ist nun mal die Veränderung. Ein ganz alter Spruch, wenn wir schon an bereits zitierte alte Sprüche von Herrn van Loch anknüpfen möchten, möchte ich beenden und danke für Ihre Aufmerksamkeit. Danke. Ich bin drin. Wunderbar. Ich danke erstmal für den Vortrag. Ich sehe, eine Frage kommt. Zu mehr werden wir auch keine Zeit haben, aber diese eine Frage, die werden wir schon noch lösen können. Ja, die Zielstellung ist ja immer so interessant. Habt ihr in Sachsen-Anhalt euch an diesem BFN Fließgewässertypologie orientiert oder habt ihr eigene Zielstellung, Leitbilder nochmal aufgestellt? Also woran habt ihr die fachlich selber nochmal definiert oder euch an was Vorhandenem orientiert? Es gibt... Ist es an?
Es gibt durchaus, ich denke mal, das BFN hat irgendwann mal was gemacht, da haben wir uns nicht dran orientiert. Es gibt eine Fließgewässertypologie für die fließenden Oberflächengewässer der Bundesrepublik, die kommt aus der LAVA, aus der Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser. Daran haben wir uns orientiert. Ist aber teilweise auch sehr strittig, auch in der Auslegung, in der methodischen Umsetzung. Da sind also Gewässertypen dabei, die mir also so gar nicht behagen und die oft Sandgewässer ausgewiesen werden, die gar keine Sandgewässer sind. Man muss bloß mal in den Kieskuhlen eben angucken, dann weiß man, dass ein gesundes Mischkorn ansteht und kein Sand. Und es gab Gewässertypen, die wir jetzt erst nachgepflegt haben, nämlich die zum Beispiel natürlicherweise periodisch trockenfallenden, waren überhaupt nicht drin, beziehungsweise unterrepräsentiert die Typ 19 Gewässer. Das heißt, die Gewässertypen, die durch das Potamal, das heißt den Fluss, den größeren Fluss, wo die Rheinmünden überprägt werden. Aber wir haben, wie gesagt, diese Lavatypen. Das ist unsere Grundlage. Gut, vielen Dank für die Beantwortung.